Und damit, liebe Zuschauer, willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Let's Play zu Pokémon Colosseum. Wir sind in Episode 26 angelangt, Leute. Im letzten Part gab es einen ziemlich riesigen Fehler. Durch einen Double Quit haben wir unser erstes Krypto-Pokémon verloren, quasi, kann man sagen. Weil man kann diese Dame da oben, deren Arsch man da gerade so wunderschön betrachten kann, nicht mehr herausfordern. Und deswegen entgeht uns leider ein Skorgler. Was soll man machen? Shit happens und so, ne? Was soll man machen? Ich kann sie nicht ändern. So, würde ich sagen, ja, wir gehen mal einfach into the next battle und hoffen, jetzt wird es besser hier. Ne? Wäre ein bisschen scheiße, wenn es weitergehen würde. Und ich nehme heute übrigens auf mit dem Drops an der Schnauze, und zwar Neo-Angin. Das schmeckt zwar scheiße, aber dann huste ich wenigstens nicht mehr so. Was ist das denn? Wer hat denn diesen Bengel und seine Göre hier durchgelassen? Ja, das weiß ich ja auch nicht. Also eigentlich niemand. Was treibt denn Hestie da eigentlich da oben? Tja, also genau genommen hat sie versucht, uns aufzuhalten. Die hat es aber irgendwie nicht geschafft. Aber gut, ist bestimmt die letzte. Ein Roselia und ein Kirlia, und keins der beiden Pokémon kann man kriegen. Voll unfair. Mano. So, Meditalis und Psyana into the battle. Ich glaube, das sieht eigentlich ganz gut aus. Na gut, gegen Kirlia habe ich nichts Effektives. Das ist das Problem. Das ist gerade voll laut hier, ne? Das ist mir voll zu laut. Man mag dagegen jetzt. Ich könnte es mit Rückkehr probieren, ich könnte es aber auch sein lassen. Ja, ich versuche es aber mal. Weil ich brauche Psyana, um das Roselia auszuschalten. Weil Meditalis würde mit Konfusion wahrscheinlich nicht ausreichen. Weil Roselia hält ja doch ein bisschen was aus. Oh, wie es entsetzt guckt, dass es getroffen wurde. Wie kannst du es wagen? So in der Richtung. Oh, schöne viel XP. Sweet Level 39 für Psyana, wunderschön. Ein Dewfloor. Ich finde Dewfloor katonk. Sieht immer noch ein bisschen wow. Das war nicht sehr effektiv. Okay. Gut, da sage ich jetzt nichts zu, ne? Swoot Level 39 für Meditalis. Schön, ganz schön viel Verteidigung bekommen. Ein Darmierplex. Ja, wow. Das ist Level 43 und deswegen ist das unser Krypto-Pokémon. Da hätte ich alles, was vorher war, lieber gehabt, muss ich sagen. Aber es kam mit Rohr. Das ist ja tatsächlich eine nützliche Fähigkeit hier im Doppelkampf. Was mich jetzt allerdings nur bedingt davon abhält, hier irgendwie... Na gut, nee. Nee. Max ja meinen Angriff gesenkt haben, aber nee, sehr effektiv. Nachher wird es doch ein Crit und dann... Nee. Ich hau den Damaplex mal eine Confusion rein. Hier, das Dewfloor geht durch den Psy-Strahl drauf. Tschüssikowski, Skaff! Oh, 500 XP, schön. Bodycheckle! Autsch! Das war aber nicht nett. Und das hat ganz schön viel Schaden gemacht. Swoodoo. Und das hat ziemlich wenig Schaden gemacht. Ja, da würde ich ja mal so spontan sagen, machst du nochmal eine Confusion und du machst mal ganz schnell... Reflektor, reicht das aus, um den nicht mehr abzukrebeln? Ich weiß es nicht, glaube nicht. Das ist nämlich erstmal ein Twank. Ein Hyper-Twank, genau. Zack, voll. So, ich wollte übrigens noch offscreen Limos fahren, bin ich noch nicht zugekommen, leider. Aua, Mann, das tut aber echt weh. Und der macht sich echt viel Schaden dadurch selber. Flop. Überlegt, da hatte ich nur zwei Confusions als Anteil gehabt. Ich denke mal, so langsam müssen wir anfangen, Bälle zu werfen. Meditas, du fängst schon mal an jetzt hier. Also ich fange an. Du hast jetzt nichts zu melden. Ich mache jetzt mal einen Superball. Einfach mal hoffentlich klappt das. Bitteschön, du Arsch. Ich mach mal einen Reflektor. Let's go, Superball. Scheiße. Blöder Drops in der Backe, deswegen geht's gerade nicht. Eins. Oh yeah, direkt ausgebrochen. Es will sich nicht fangen lassen. Okay. Habe ich auch verstanden. Noch so ein Pokémon, was sich selbst umbringt mit Bodycheck und Kryptoschlag. Bong, Alter, wie viel Schaden das trotzdem macht. Das ist aber nicht halbierter Schaden, ne? Das möchte ich jetzt mal feststellen hier. Okay, dann schmeißt du wieder einen Superball. Irgendwann muss es ja mal reichen. Und hier werde ich mal gegen Ampharos einswitchen. Vielleicht um eine Paralyse zu bewirken, ne? Vielleicht durch Statik oder so.
Oder möglicherweise auch nächste Runde dann durch eine Donnerwelle. Man weiß es nicht. Mir fehlt das letzte Geräusch durch diesen scheiß Drops in der Backe. Ja, nicht gut. Aber es bleibt drin. Okay. All der Plan ist hinüber. Da haben wir Packs wohl gefangen und auf dem PC abgeliefert. Wunderprächtig. Was, diese Kraft? Diese Kraft. Das klang so nach dem 0-15 Anime-Satz schlechthin irgendwie. Diese Kraft, woher nimmt er sie nur? Ich würde sagen, ja, von den Schreibern des Animes. Aber egal. Jetzt weiß ich, warum Hestia euch durchgelassen hat. Ja, gut erkannt, Kollege. Kollegin, natürlich. So, was ist denn hier? Ein kleines Extra-Räumchen. Oh, ganz viele Kisten. Zweimal Top-Twank. Das finde ich ja richtig ganz schön top. Ja. Oh Gott. Ein zweimal Timer-Ball. Geil. Auch natürlich richtig nützlich. Gerade wenn man so sich dann multiplizieren kann mittels Ball-Cheat, ja, kann sich quasi seine eigenen Bälle vermultiplizieren. Ist ein bisschen kurios, aber lass noch mal so stehen. So, da ist schon die nächste. Oh, wieder so eine Bodybuilderin. Und warum sind die weiblich? Bist du so ein fetter Hoshi, der stört mich. Der sieht dann einfach nur Muskel-Macho, Mucho-Macho-mäßig aus, aber... Oh. Immer diese Mädels, die dann hier eben auf... Oh, nee. Dem kann ich irgendwie gar nichts abgewinnen. An, das sah einfach nur unnormal aus. Na nun, ich hatte nicht gedacht, dass ihr bis zu mir kommen würdet. Ja, bestimmt die falltiefe Freundste. Sieht so krank aus, wie Lonja. Octillerie und ein Dummsiesel. Yay. Octillerie wäre übrigens auch ziemlich cool, aber na gut. Lassen wir mal außen vor. Let's go, Amphoros und Nachtara. Ihr werdet das schon irgendwie reißen. Gerade Octillerie hat so ein kleines Problem gegen Elektro, ne? Das ist ganz günstig. Trollolol. Du haust einfach mal ein Biss raus. Ach da, ist ja am schnellsten. Schön. Denn das ist hier definitiv in der Ansammlung ein ziemlich langsamer Pokémon. Dünner Blitz. Kasachonk. Fusselmode. Oh mein Gott. Er hat ein Epileppi-Auge. Ein Swoot. Ja, ein Swoot-Level. 39 für Nachtara. Wunderschön. Meine Fresse, die Kapi und die Defense ist ja unglaublich. Ein Maskregen. Schon wieder ein Bedroher-Pokémon. Was ist hier los? Swoo. Ist mir aber egal. Ich greife speziell an. Giftblick. Don't do that, please. Ja, das ist noch ein Pokémon, was ich wieder effektiv in Elektro treffen kann. Deswegen werde ich es einfach nochmal versuchen. Ein dünner Blitz. Dom, dom, dom. Meek, 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 meek. Tschüss, ich hoffe, kleines Maskregen. Ich finde es eigentlich cool, muss ich sagen. Level up für unser Ampharos. Atara kriegt noch schön viel XP dazu. Ein Keifel, cool. Ja, wenn es hier schon mal Mutter gäbe, ja, wäre das so ein cooles Pokémon. Ja, das, ihr seht schon, Level 43, ne, ist ja easy zu erkennen mittlerweile. Ist auch ein Krypto. Bong. Kopfnuss. Oh. Bong. Oh, Aquitical. Du Arsch. Du Arsch mit Ohren, hast dich selbst paralysiert. Haha. Trolla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 . Soll ich sagen, ich beiß mal das Keifel. In der Hoffnung, sind nämlich alle langsamer. Vielleicht strecken sie ja mal zurück. Haha. Naja. Habe ich halt kein Glück mit. Vor allem, es hat seine Augen sind irgendwie von... Oh, es klappt doch. Schön. Die Augen sind irgendwie von komischen Augenbrauen bedeckt. Er hat ein richtig... So, wie sagt man... zusammengewachsene Augenbrauen irgendwie so ähnlich. Das sieht halt irgendwie sehr well, alles sehr wuschelig aus. Egal, Ampharos, du kannst jetzt hier gegen den Kollegen da irgendwie nicht viel machen. Der wird garantiert physisch mit irgendwas angreifen. Ich schätze mal mit Erdbeben sogar. Da sollten wir uns einen Keifel ins Team holen. Die Donnerwelle funktioniert auch nicht, weil es ja ein Boden-Pokémon ist. Ja, dann mach mal einfach Lichtschild. Ist ja irgendwas, was uns ein bisschen Zeit kostet. Ich glaube, das wird eh nicht speziell angreifen. Weil ich sagen muss, hier ist Keifel noch nicht so nützlich, weil Eisattacken sind halt speziell, ne? Aber der physische Angriff von Keifel ist eigentlich viel, viel besser. Ich finde Quiekel... Oh Gott, er kann Schaufler. Ih, du Ekelhafter. Da ist bestimmt Ampharos gleich dran. Ja, da habe ich nicht so Lust drauf. Deswegen hier, guck mal, Suicune. Promo-Einsatz. Erstmals hier im Battle dabei. Ja, Nachtara wird dann auch ins Leere schlagen mit Biss, weil ja, ist irgendwie nichts da zu beißen.
cool, richtig schöner grüner Strahl. Ich glaube, das liegt immer an der Art der Bälle, die man benutzt hat, um das Pokémon zu fangen. Ein Schaufler. Flop, wie es einfach nur 10 Stunden wartet, bevor es eigentlich mal losläuft. Oh man. So, Surfer? Nee, ist mir zu riskant, muss ich ehrlich sagen. Also ich würde mal einen Windstoß machen. Ich hoffe, das ist vertretbar. Wow, ist ja süß. Sweet! Okay, reicht aber auch langsam, denke ich mal. Na gut, ein Windstoß würde noch gehen, weil der zieht echt sehr, sehr wenig ab. Teufel gräbt sich wieder ein. Och, Manno. Don't do that. That's not witzig. Ja, guck mal, kann man den unter der Erde fangen? Das brüche ich jetzt aus. Hier, got a Super Ball. Let's go. Scheint zu gehen. Quing. Ich krieg's nicht hin. Das ist doch kacke, Mann. Ein Keifel. 1, 2, 3 und... Jawohl. Easy going. First try. Bam, bam. Bodybuilder, Donny, du besiegt, dass ich so schnell verlieren würde. Tja, halt mehr Denken, weniger Muskeln. Das wäre ganz hilfreich. Braucht man eh nicht, oder sind Pokebälle so schwer? Hat schon mal jemand gesagt, wie schwer Pokebälle sind? Ich glaube nicht. Ich kann sie mir aber irgendwie nicht sehr schwer vorstellen. Weil die Schwuchtel Ash konnte immer einhalten, also müssen die echt leicht sein. Egal. So kann ich mich doch nicht bei der Madame Venus blicken lassen. Ja, ist wohl wahr. Das sind ja schon fast Männertitten irgendwie, egal. Das lasse ich jetzt mal irgendwie unthematisiert und lauf einfach weiter hier die Spiraltreppe hinab, ist real. Da ist noch eine Kiste und irgendwas. Was zum Teufel? Erinnert mich an die grüne Soße aus den Gräbern bei Ocarina of Time, wo die ganzen Mumien rumspaziert sind. Oh, schön. 5-4 Hyperballs. Ich habe very good. So, hier könnten wir jetzt den Fahrstuhl benutzen, aber das werde ich natürlich sein lassen. Oh, ruhig vielleicht. Jetzt nehmen wir erstmal den nächsten Hans Wurst hier oder die nächste Hans Würstin mit. Vorher werde ich aber erstmal ganz kurz mal hier. Ich habe noch ein paar Limos, ne? Lass mal von deiner Zeug. Flop. So, Suicune Armor, obwohl der hat fast einen Supertrank gereicht, sehe ich gerade. Ich hab nicht richtig nachgerechnet. Die können wir mal langsam verbrezeln hier. Guck mal hier. Psyana fehlen 100 XP, 100 HP. Sind zwei Supertränke. So, schön. Nein, nicht austauschen. Für B drücken. So, dann würde ich sagen, next battle. Ist doch ein Krypto-Pokémon überhaupt? Oh, Kammerposition ändert sich. Hier kommt ihr nicht durch. Ich werde Venus beschützen. Die konnte sich nicht mal selbst beschützen. Da willst du es drauf haben. Biker Nelia will fighten. Schniebel, oh. Ey, wenn es hier jetzt nie Wunder gäbe, aber das, die fehlen ja alle noch, diese ganzen Entwicklungen. Ein Krakelo. Ja, denk mal, wird aber nicht so problematischer zu reißen hier. Oh mein Gott. Gleich am Anfang. Vor allem, ich dachte mal irgendwie, Sneebel hat Klauen, aber irgendwie sehen die Klauen, die es da hat, sehr flexibel aus. Gerade gebogen. Naja, egal, kommen wir popeln nicht in irgendwelchen Pokémon-Logiken rum. Die sind sowieso ein bisschen streckenweise sehr, sehr seltsam. So, ich glaube, ich werde hier mal eine Dönerwelle reinklatschen. Und hier verpasse ich einen Biss. Fusselmord. Hab auch noch angefangen wegen Flinklauer wahrscheinlich. Sneebel wurde paralyzed und ist auch paralysiert. Er kriegt instant die Fullpara. Schön. Da kann er jetzt erstmal losbeißen. Nam, nam, nam. Ja, macht sogar annehmbaren Schaden für Nachtara. Krakelo, es schreckt zurück. Erinnert mich gerade an Pokémon Stadium 2 irgendwie. So, dann nimmt man das mal und du machst mal Geheimpower. Geheimpower. Dönerblitz. Bong. Donnerwelle. Voll Knopf, der Goofy. Das ist mein Aslak Goofy. Der ist mir letztens beim Duschen eingefallen, warum auch immer. Schlacht mich, ich weiß es nicht. Wie bitte? Flop. Wow, macht er viel Schaden. Krypto-Punch. Oh, halt ich aus. Dort stecke ich da weg wie ein Mann. Was mache ich denn jetzt? Soll ich aber mal einen Dönerschock oder einen Donnerblitz riskieren? Was mache ich denn jetzt? Ah, ich glaube, ich schalte erstmal die Pokémon aus, die jetzt hier irgendwie so nicht direkt irgendwie am Kampfgeschehen wichtig sind.
nam nam nam, so ein Döner bezahlt auch ausreichend, wie Pete es dann auszuschalten. Es gräbt sich ein, das finde ich aber nicht so cool, das weißt du mir nämlich aus. Du ekelhafter. Schnippel ist paralysiert und kann nicht angreifen. Ja, den ist jetzt aber nicht so nötig, das ist nicht so schön, ne? Das finde ich nicht gut. Das ist ja ein Schaufler weg, denke ich mal, aushalten, oder? Ich hoffe es ja jedenfalls mal, so. Machen wir mal Paraflinch-Action. Nam 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 nam. Hoffentlich eins wird schon greifen, oder? Flop, hui. Und du set. Nicht gut. Döner Blitz. Fusselmode und da ist die Schlange auch down. Ach ja, schön. So, ach Gott, hier noch eins. Oh, ein Corazon. Auch ein Döner Blitz Opfer. Nibel schreckt zurück. Schön. Darauf habe ich abgezielt. So. Dann werde ich den jetzt einfach weiterbeißen. Aber wir haben schon 15 Minuten auf, aber es ist nichts passiert. Meine Fresse, und hier wird gerade voll kalt. Nicht schön. Fusselmaul und Tschüssikowski Corazon, du bist down. Das Pokémon hat sich auch so irgendwie gar nicht mehr zu was gemausert, hat keine Entwicklung bekommen. Und auch so wie ich das mitbekomme aus der XY keine Mega-Entwicklung bekommen. Schade eigentlich. Ich mach mal lieber Lichtschild, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwie jetzt mit Donnerblitz plus Biss und dann kommt wieder einer irgendein Crit dazu. Spiel mag's ja, mich in der Richtung zu trollen. Da bin ich lieber vorsichtig. Spezi Death wird erhöht, bringt mir sowieso nichts, aber egal. Besser als Janisch, ne? Swap. Crypto Punch. Katschonk. Und das reicht aus. Wow, hätte ich nicht gedacht. Oh, da ist es down. Armes Amphi. So, dann würde ich sagen, ich mach mal irgendein Pokémon, was irgendwie einiges aushält. Hier ist Suicune, mach du das mal. Du bist tanky genug. Let's go, Mann. So, was machen wir jetzt hier? Wir schmeißen schon mal einen Ball, das ist mal paralysiert und gelb. Vielleicht reicht das ja aus. Wir schmeißen es ja nicht. Probieren geht über Studieren, heißt es so schön. Und hier werde ich nochmal ein bisschen setzen. Für den Fall, dass es nicht klappen sollte. Swing! Und eins, zwei, drei. Yeah! Sneeble was catched. Auf dem PC übertragen. PC, das Pissoir. Oh Gott. Und wer beschützt mich? Nobody. So, wow, das war aber wenig, Money. Die sind ganz schön arm hier alle. Die bezahlen euch echt schlecht. Am liebsten würde ich von einem Zug steigen und irgendwo hin verreisen. Ja, Leute. Ja. Ich glaube, hier geht's jetzt richtig los. Ja. Bevor es hier wieder Ärger gibt, fahre ich zum Labor und treffe mich dort mit Professor Kulpa. Nein, nicht schon wieder. Du kannst mich doch nicht immer noch verfolgen. Stalking. Alles zurück, jetzt wo wir uns gesehen haben, können wir unmöglich ins Labor. Die Mädels hauen einfach ab. Hey, stopp. Oh, Ruckel-Ruckel-Action hier gerade, Leute. Du. Mann, lass mich doch mal durch hier. Alter, hau ab. Kusch. Steht hier erstmal im Weg. Hier oben ist noch unten. Ah, da oben ist ein Item. Ein Schattenglas. Erhöht Unlichtattacken, weil ich weiß. Möchte ich meinen jedenfalls. So, war das hier noch mehr Items? Something versteckt irgendwie in der Richtung. Nö, scheint nicht so. Schade. Schade, Mann, das ist so nicht. Wieso ruckelt's gerade so? Ist das nur bei mir so? Statt nur bei mir, oder? Ich weiß es nicht. Da scheint nichts zu sein. Unten in der Ecke auch nichts mehr. Oh, hier ist noch was. Nee. Doch nicht. Schade. So, und hier hinten? Na. Nee, hier ist auch nichts mehr. Okay, Leute. Ich werde ganz kurz einen Cut machen. Es geht noch ein bisschen weiter. 2 Minuten haben wir noch Ruhe, aber ich muss ganz kurz einen Cut machen. Ich muss mal für Königstier. Bis gleich. So, weiter geht's im Business hier. In der Lord Business. Ja, also die einfach mir zugestürzt. Ich würde sagen, einfach hinterher. Renn hier in die Buchte. Was ist hier los? Erstmal ja, nicht. Ich sehe nämlich nicht. Der Schlüssel fehlt. Ohne ihn kannst du den Zug nicht in Gang setzen. Haben wir den schon irgendwo bekommen? Ich glaube nicht, ne? Nee. Nee, leider nicht. Schade. Der ist schon mal nicht so gut. Kacke. Okay. Nächster Raum hier. Irgendwelche komischen Käfige, wahrscheinlich in denen den Pokémon eingeknastet sind. Voll fies. Hä?
Hä, die sind aber hier reingerannt. Wo sind die denn hin? Hä, Edge reingefallen. Der Zugschlüssel für den August Express ist hier. Ihr dachtet doch nicht wirklich, dass ich euch dieses Item einfach so überlasse. Aber jetzt muss ich wirklich los, vergesst mich nicht. Die kann ja schön ran für so eine Pickelzicke. So, haben wir es jetzt leider verkackt. Naja, was soll's. Kann man nichts machen. Warte mal, kriegt man jetzt nicht sogar irgendein Item? Oder sogar hier auf dem Boden? Nochmal gucken, ganz kurz hier. Nö, ist nix da. Tussi, Mann, das sieht man im Weg, ist wirklich nervig. Das ist doch einfach beknackt, Mann. Ah, hier. Der Zugschlüssel. Geil, Leute. Wir haben ihn doch bekommen. Und ich glaube, mit diesem können wir jetzt auch den Zug betätigen und direkt zum Labor fahren. Ich möchte eigentlich meinen, dass man da von außen rein muss. Aber ich glaube, das war auch alles Pokémon XD dann später. Ich verwechsel die Spiele natürlich häufiger, da einige Gebiete immer wieder Ähnlichkeiten zueinander aufweisen. So, ja. Der Schlüssel fehlt. Ja, jetzt habe ich den Schlüssel. Aber hier, bitteschön. Wo ist er? Da. Benutzen. Kai steckt den Zugschlüssel ins Schloss und dreht ihn um. Voll cool. Oh, swoo. Das ist eine telekinetische Bahn, ist klar. Njong. Da hat sie den Schlüssel auf dem Rückweg verloren. Die blöde alte Kuh. Dum du du dum. Du 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 du. Die Mucke ist auch richtig cool hier. Ich glaube, das ist schon das Labor. Da oben ist ein Item, das hol ich mir natürlich wirklich ziemlich gerne, Mann. Hau doch mal ab. Du bist im Weg. Du bist im Weg, ich komm nicht weiter. Mann, die Alte! Die nervt! Hau ab! Gekusch! Piss dich doch mal, du bist im Weg. Ey, Ärsche. Hey, endlich! Na nur, heute sollte doch Madame Venus mitfahren, oder? Aber... euch habe ich doch schon mal gelesen. Auf der schwarzen Liste. Ihr seid doch Kai und Rui. Wir sind nur hierher gekommen. Was für ein... ich kann nicht zulassen, dass er das Krypto-Pokémon-Labor betretet. Wieso haut er denn ab? Oh, Quutz! Was zum Teufel? Die Tür ist am Arsch. Bewegt sich aber immer noch. Seht ihr? So könnt ihr uns wohl kaum folgen. Sag mal, war das nicht ganz leicht überdosierend? Ist doch sowieso zu spät. Los, wir verschwinden. Da springe ich doch mit Easy rüber, Alter. Komm, da würde... ey, komm, du springst mit locker rüber, oder? Kai findet Torschlüssel. Yeah. Ich glaube, das ist das Torschlüssel, um oben tatsächlich das Tor zu öffnen. Somit können wir dann trotzdem von außen rein. Ich glaube, so war's. Komm, hier springst du von einer der Streben da im Boden auf die nächste. Das ist doch locker machbar. Aber unser Charakter ist zu doof dafür. Na gut, dann liegt auf jeden Fall noch ein Item. Ich möchte meinen, dass das hier auch lang geht, ne? Hier gibt's doch auch noch ein Item, um das mitzunehmen. Du, du, du. Eine Odys. Damit geht's nach oben, logischerweise. Du, du, du. So, ich glaube, jetzt müssen wir auch rechts die Karte wieder reinstecken, damit dann wieder nach rechts fährt der Zug. Ganz logische Schlussfolgerung. Der Schlüssel fehlt. Wir haben den doch schon. Chill doch mal. Chill doch einfach mal ganz kurz und dann fahren wir auch schon wieder los. Yay, der Bahnhof fährt los, der Zug bleibt stehen. Und wer gerade den Insider nicht verstanden hat, das hat meine Oma zu früh immer gesagt, ich habe mich verarscht. Nein, der Zug bleibt eigentlich stehen, in Wahrheit fährt der Bahnhof los. Hm, ja, ja, voll verarscht. Als Kind hat man halt noch keine Ahnung von Physik und denkt, ja, der Zug, der fährt ja los, der hat ja Rollen. Ziemlich mal verarscht mit, voll fies, aber gut. So, würde ich sagen, jetzt nutzen wir den Fahrstuhl schon mal, wenn wir hier sind. Ah, er funktioniert auch wieder. Wo ist hier der Knopf zum Drücken, dass er herkommen soll? So, ich glaube, das ist einer der wenigen Züge, wo es keine Cutscene gibt. Das heißt, während wir jetzt hochfahren, wechseln wir mal ausnahmsweise nicht die Position. Die Zeit für ein Quickie anscheinend zu kurz. Ach, sie steigt aus und geht beiseite, mal wenn sie immer mal so gefühlvoll wäre. Und sie nicht pausenlos im Weltraum stehen würde. Na gut, egal. So, der Obi da unten hier, der komische Muscle-Man. Ja, den ist zu sagen, Leute. Gut, dann werde ich jetzt den Part schon wieder mal hier beenden. Habe ich schon mal gemacht, glaube ich.
weil wir haben die 20 Minuten jetzt gut auf der Uhr. Wir haben jetzt noch ein bisschen was gesehen. Venus ist geflüchtet, irgendwo anders hin. Ist ja als dieselbe Stufe hochgerannt wie wir wahrscheinlich und irgendwo ins Nirgendwo verschwunden. Aber wir haben den Eintritt ins Pokémon-Krypto-Labor, Leute. Aber ich glaube, bis zum nächsten Part hin, oder? Mache ich das jetzt schon? Ich weiß es dann nicht. Mann, dafür werden wir erstmal mal heilen. Willkommen zum Pokémon-Center. Möchtest du dich heilen? Ja, klar. Gib mir mal die Pokémon. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Naja, kommen wir jetzt wieder vorbei. So, Leute. Ich glaube, weil jetzt ist erstmal... Oder mache ich jetzt echt schon Training oder lasse ich es erstmal sein und... Könnten wir uns auch mal die Pokémon angucken. Wir könnten mal die O-Disk benutzen im nächsten Part. Wäre auch eine Idee. Und wie gesagt, die Kolosseum von Fenner kann ich auf jeden Fall schon machen mit Level 40. Ja, nicht schnappblablam. So, 24 Pokémon haben wir schon und 8 davon nur entkryptonisiert. Ich war faul, ich weiß. Hätte auch mal immer wieder welche mitnehmen können, aber es ist immer so doof. Dann ist ein Team aus Pudersand für Bodenattacken auch nicht schlecht. So, Schnippel, was ist mit dir hier? Yo, guter Angriff eigentlich, gute Init. Verteidigung, ja, so lala, ne, halt, aber Spezi auch echt schlecht, also die Eisattacken, wenn es dann welche lernen sollte, sind wirklich echt brutal nutzlos, weil sie einfach nur unheimlich wenig Schaden machen und Unlicht ist ja auch spezial, fällt mir ein. Ja, das ist halt ein Sneebels Problem, die Werte sind für die damalige Generation total beschissen gewesen irgendwie. Viel Angriff für zwei spezielle Typen, das macht viel Sinn. Außerdem hat es eine vielfache Kampfschwäche und das ist auch nicht gerade so die seltenste Attacke, die man kriegen kann, ne. So, Keifel, weniger Speed, aber noch mehr Angriff. Der Spezialangriff sieht etwas besser aus, die Verteidigung geht auch so in etwa. Dösigkeit verhindert Anziehung, auch nicht schlecht. So, Boden ist natürlich vom physischen Angriff gut betroffen, Eis trotzdem nicht. Das ist immer doof. Also das ist das Einzige, was ich in den ersten drei Generationen nicht mochte, dass man irgendwie so nicht diesen Unterschied zwischen physischen Attacken und speziellen Attacken innerhalb eines Typs hat. Fand ich immer doof irgendwie. Das hat so viele Pokémon zerstört. Gyarados mit irgendwie Kaskade oder Surfer oder so. Keine physische Wasserattacke. Und der Spezialangriff von Gyarados ist echt unterfordert. Gyarados war echt brutal nutzlos bis zur dritten Generation. Man musste dann so eine Sachen wie Hyperstrahl oder Erdbeben spielen, die nicht seinem eigenen Typ entsprechen. Ja, und so für dich Flugattacken kannst du ja nur auch nicht lernen, ne? Also, das ist schon scheiße irgendwie. Aber gut, da wurde ja ab der vierten Generation viel dran geschraubt. War ja ein technischer Fortschritt, muss man sagen. Aber gut, trotzdem, ich vermisse Pokémon-Spiele im 3D-Modus wie diese hier. Ich wünsche, sowas geht für die Wii U. Schön mit geilen Animationen in HD. Schön mit vielen Krypto-Pokémon, auch aus der neuen Generation. Ach, das wäre so richtig geil, aber ich glaube, so hart. Wird es leider nicht mehr gehen, Leute. Aber hier noch geschwafelt. Da können wir im nächsten paar Mal weiter diskutieren. Bis dahin, sag erstmal wieder, macht's gut, haut rein. Tschüssikowski und ciao.